Jetzt denk doch mal umgekehrt. Du meinst, du kannst mit Musik die Wildschweine von den Feldern fernhalten? Ich denke, ein Versuch ist das wert. Herr Rombach! Grüß Gott, Herr Wieler. Grüß Gott. Ja, grüß Sie, Herr Kreitmeier. Was führt Sie dazu mehr? Das kann ich Ihnen schon sagen. Die Wut. Die Wut? Ja. Da pachte ich vom Staat landwirtschaftlichen Grund für viel Geld. Und da verwüsten mir Ihre Wildsäue das Maisfeld. Amen. Das ist unser Kandidat, Martin. Was? Und wenn das noch einmal vorkommt, dann schieße ich die Viecher eigenhändig ab. Herr Kreitmeier, immer mit der Ruhe. Ich kann Ihren Ärger ja verstehen, aber so ganz unschuldig sind Sie daran auch nicht. Mais direkt am Waldrand anzubauen. Ich brauche keine neue Methode. Ich bleib bei den altbewährten Hausmitteln. Gebrauchte Socken und Menschenhaare. Wenn sie sind, da kommt keine Wildsau mehr. Wir sollten wirklich alle gemeinsam versuchen. Versuchen! Also gehst doch wirklich, Herr Rombach. Erst kaufe ich für viel Geld Wald und jetzt sitze ich auf dem Holz rum. Und ob wir pleite gehen, das ist doch der Forstverwaltung wurscht. Ich verstehe ja Ihre Verbitterung. Es ist leider viel zu wenig bekannt, dass bei uns wesentlich mehr Holz nachwächst, als genutzt wird. Leider, wir müssen viel massiver vorgehen. Ich würde vorschlagen, dass wir mit unseren Traktoren die Grenze begehen auf dem Osten für diese Billigholzimporte dicht machen. Schließlich hat der Osten ja auch einen freien Markt inzwischen und unsere Wirtschaft exportiert auch in diese Länder. Ach ja, und für diesen internationalen Markt sollen wir Bauern die Zeche zahlen. Sie sind schließlich Beamter. Sie kriegen ihr Gehalt auch dann, wenn unser Holz gar nichts mehr wert ist. Was für ein so ist brav! Ja, da! Ja, da komm runter! Du Mistvieh! Dich bin ich erwischt! Hier zeig ich's! Thomas! Ja! Was für ein! Kreitmeier, lassen Sie das hier in Ruhe! Aus Tür, sitz! Ich habe Ihnen doch ganz genau gesagt, wie Sie mit dem Waschbären umgehen müssen. Sie haben ja recht, aber ich hab halt eine cholerische Art. Nein! Doch! Da kann man nichts machen. Und mein Sohn, der wäre um ein Haar verunglückt wegen Ihrer cholerischen Art. Wow! Und dann war er so aufgeregt, dass er mit seinem Radl um ein Haar einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Oh Gott, das tut mir wahnsinnig leid, Herr Rumbach. Das nächste Mal denken Sie ein bisschen nach. He shot me down, bang, bang. Kreitmeier, was ist denn hier los? Herr Rumbach, wie meinst du das? Ja, was soll denn das? Sie können doch hier nicht einfach in der Gegend herumballern. Ja. Schuld sind Ihre verdammten Graureiher! Zeig's aber, ja? Das ist schon gut, Herr Robert. Ich wollte ihn ja nicht abschießen, dann hätte ich ja meine Schrotflinten dabei. Hier wird überhaupt nicht geschossen. Es wird in meinem Revier, Herr Kreitmeier, ist das klar? Sobald ich das Untersuchungsergebnis habe, dann werde ich Ihnen... Sie haben mir den Zuschuss garantiert, Herr Rombach. Ich brauche das Geld, ich muss Rechnungen zahlen. Sie können sich auf mich verlassen, das wissen Sie doch. Aber solange der Verdacht einer Infektion besteht, muss ich der Sache nachgehen. Ich halte das für eine Schikane. Ich stelle mir Wasser auch zur Verfügung für das Nasslager. Da können Sie mir auch entgegenkommen, wenn uns das zu viel verlangt. Das eine hat auch mit dem anderen nichts zu tun. Für mich schon. Also Sie hören von mir. Wiederschauen. Machst doch, was Sie wollen. Und? Was willst du jetzt machen? Willst du mich einsperren oder was? Ich bin gezwungen, mir eine einstweilige Verfügung zu besorgen und das Pflanzgut hier an Ort und Stelle zu verbrennen. Wenn Sie das machen, dann verklage ich Sie und das Forstamt, aber so, dass Sie nimmer froh werden. Und die Baumschule macht das auch, da kann das Gift drauf nehmen. Also wenn schon nicht zuschütten, dann wenigstens Gift. Ja, damit das Biotop dann umgibt und Sie es doch zuschütten lassen können. Frau Bieler, bitte. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Herr, das gibt doch überhaupt keinen Grund, dass du dich derartig aufregst. Ich will mich aber aufregen, schon gar, wenn der sich aufregen darf. Ja, warum höre ich Ihnen denn überhaupt zu? Sie haben doch bei uns gar nichts verloren. Oh, Sie bilden sich doch nicht etwa ein, dass ich draußen stehe, während hier über mein Biotop verhandelt wird. Nein, da kämpfe ich. Und wenn es sein muss... Also Ruhe, verdammt noch mal. Frau Bieler, Sie sind ja schlimmer als Ihr Mann. Was? Und das will was heißen. Herr Thalheim, ich bin stolz auf dich. Ich will ja nur verhindern, dass hier eine falsche Entscheidung getroffen wird. Hertha, durch das Bayerische Naturschutzgesetz ist das Biotopia geschützt. Da wird niemand begiften, weil er sich damit eine hohe Geldstrafe einfängt. So ein Aufwand gegen den paar Frösch. Ein Biotop ist nicht nur die Heimat von Fröschen und Stechmücken,
sondern auch die Zuflucht für gewisse Vogelarten und Insekten, die Feuchtigkeit brauchen. Und ich brauche in der Nacht meine Ruhe. Ich habe dort letzte Woche einen sehr seltenen Feuersalamander gesehen. Wie schön. Und der schützt uns Menschen. Ach, Herr Kalkmeier, wir haben der Natur doch nun wirklich genug angetan. Ein paar Mücken mehr als sonst, das lässt sich doch wohl mal verkraften. Haben Sie schon einmal eine Nacht erlebt mit 2 bis 3 Stechmücken? Herr Kalkmeier, könnten wir jetzt bitte wieder zu einer sachlichen Diskussion zurückkehren? Haben Sie schon einmal eine Nacht erlebt mit 2 bis 3 Stechmücken, die Sie die ganze Nacht die Pisackt haben? Leider. Ja, ich auch, aber mit 20 die ganze Nacht. Wissen Sie, was das ist? Das ist eine Biotopmafia. Also, ich warte hier seit fast einer halben Stunde auf Sie und mich hat während dieser Zeit keine einzige Mücke gestochen. Wissen Sie warum? Weil durch Ihren Dickkopf keine durchkommt, deswegen fliegen die alle zu mir. Ja, natürlich. Und die Biotopmafia hat eigens für Sie alle dressiert. Also, jetzt machen Sie sich doch nicht lächerlich, Herr Kaltmeier. Gehen Sie nach Hause. Verschwinden Sie. Oder ich zeige Sie an. Das gibt eine saftige Geldstrafe. Das verspreche ich Ihnen. Reden Sie sich bloß nicht auf mich. Geh schon. Grüß Gott. So, Herr Ting. Entschuldigung, Tong. Schauen Sie mal diese Prachtexemplare. Ist das nicht schön? Am liebsten würde ich mich ja gar nicht davon trennen. Diese riesigen Stämme. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das einmal so kleine Stäbchen werden sollen. Also, 55 Euro Celsius. Das ist ein stolzer Preis. Wissen Sie, was Made in Germany ist? Sicher. Das ist Made in Bavaria. Das ist was Einmaliges. Das kriegen Sie sonst nirgends. 50 Euro. 25 Euro. Wir haben es alle gehört, wir haben auch gelacht. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wie viel würden Sie denn geben? 25 Euro. Ich glaube, der versteht mich nicht.